Moin und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute, der Titel sagt alles, Big Baba, der alte Hengst, sagt, er hat den besten Döner Deutschlands gefunden. Also er ist sehr überzeugt wirklich, dass der Döner alles killen wird und in meinem Ranking tatsächlich den Platz Nummer 1 übernehmen wird. Und das stellen wir auf die Probe. Wir treffen uns gleich mit Big Baba. Dieses Video übrigens von Insta360 gesponsert. Auch diese Bilder gerade gefilmt mit der Insta360 Cam findet ihr natürlich alles in der Videobeschreibung. Gerne draufklicken und ihr werdet natürlich auch in diesem Video dann ein paar Szenen gefilmt sehen von der Insta360 Cam. Und jetzt fahren wir zu Big Baba und schauen, ob der Typ recht hat oder nicht. Was geht, Holle? Wir haben eben schon mal aufgenommen. Ich hab Ton nicht drin gehabt. Ja, Holli. Muss ein bisschen üben, wa? Ja, müssen wir. Wieder grüß dich, Mann. Schön, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Du brauchst hier schon eine Zweitwohnung. Ja, ist so. Ich kenne mich besser aus als du inzwischen. Naja, das glaube ich nicht. Aber ich habe heute den besten Döner Deutschlands für Holle. Du wirst überrascht sein, dass du in Berlin jetzt so einen Döner kriegst. Ja, du hast auch eben gesagt, du hast zum Beispiel auch Charos Lieblingsdöner gegessen. Du sagst, genau, deswegen, ist liebe Grüße an Charo. Charo, dein Döner war super, aber keine Chance gegen den. Noch besser. 100%. Aha, okay, 100%. Aber erzähl uns mehr von dem Döner. Was macht diesen Döner denn so besonders? Dass du wirklich sagst, der sprengt meinen Rank, kommt auf Nummer 1. Berliner Döner ist normal. Berlin ist bekannt für Hackfleischdöner, ja? Gar keine Frage. Aber dadurch, dass ich jetzt ein bisschen rumkomme und Döner esse, ich bin gar nicht mehr auf den Hackfleischfilm, ich bin mehr auf diesen Japrak-Fleischfilm. Und dieser Döner, ja, ich kann es dir nicht beschreiben. Also die Fleischqualität, du hast auch die Wahl da drin zwischen normalem Dönerbrot oder selbstgemachtem. Mhm. Das musst du einfach spüren jetzt. Was soll ich nehmen? Was würdest du sagen? Also ich habe letztes Mal noch mal das Normale genommen. Ich habe nicht mal das Hausgemachte genommen. Du kannst auch gerne das Hausgemachte nehmen. Du musst dann beinahe beides probieren. Oder beides, beides. Aber seine Fleischqualität und seine Soßen, das zusammen, die Kombination ist einfach die beste, die ich bis jetzt hatte an Döner. Okay. Und das ist mein neuer, absoluter Lieblingsdöner. Und ich bin mir 100% sicher, das ist der beste Döner Deutschlands. Okay, Bilal, dann lass uns hingehen. Da vorne ist der Laden. Seid gespannt auf Bilals Nummer 1 in Deutschland. 100%. Also da vorne ist er. Schauen wir einmal, Leute. Hazir. Bekannt, Hazir. Schon Jahrzehnte hier in Berlin. Das war die erste Filiale, ist mittlerweile eine Kette. Aber nur hier schmeckt der Döner gut bei Hazir. Ach, der ist eine Kette inzwischen? Ja, aber die anderen, der Döner kommt nicht an den Rand. Nur hier. Ist aber nicht der, den du mir schon einmal gezeigt hast, ne? Nein. Also da sieht man mal, was Hazir für eine Macht hat. Bilal sagt eben hier Blumendings dahin. Blumendileck, ne? War früher hier drin und er wollte das dann kaufen. Sie wollte nicht raus und hat da einfach das ganze Gebäude gekauft. So macht man es, so wenn man jemanden in ballern will. Ich bin so heiß, Leute. Ich habe so oft diesen Döner in Gedanken, bin ich durchgegangen. Ich weiß, Bilal war schon da. Ich habe extra das Video nicht angeguckt, weil ich überrascht sein möchte. Sehr froh. Und hier ist das Restaurant und dann ist da der Dönerladen gleich. Genau, nebenan, ne? Genau. Okay. Aber auch mit Restaurant. Die haben halt die ganze Straße mittlerweile. Ja. Also. In deinen Worten, ne? Was würde den Döner besonders machen? Wenn jetzt natürlich das Fleisch. Das Fleisch steht hier an oberster Stelle und das ist ein Genuss. Steak auch, glaube ich, ne? Oder? Ja, so hat so ein Steak-Niveau, stimmt. Okay. Aber ich fand die Kombination mit der Soße gerade bombastisch. Also wirklich für mich der Döner Nummer 1. Guck mal hier. Boah, das ist aber ein dicker Oschibilal. Und die Japrak natürlich. Wir sind hier vom Kamerateam Holle 2614. Der haben die richtig ausgetüftet, um die beste Fleischqualität zu machen. Haben die, ja? Hat er mir schon erzählt hier, der? Ja. Und die haben lange getüftet, bis die den perfekten Döner sozusagen am Start haben, ne? Genau. Okay. Und ich sag's dir, das ist ein Geschmackserlebnis. Boah, mir hat irgendwas auf den Kopf geschissen oder so, Bilal. Scheiße auf den Kopf? Nein. Nee? Du hast Scheiße im Kopf. Ja, das stimmt. Das Fleisch, ne? Darf ich dir eine Frage dazu stellen? Das stellt ihr selber her, ne? Ja, der Bilal hatte sehr geschwärmt davon, er sagt, dass ihr habt sehr lange gebraucht, um die Rezeptur und so weiter und alles. Ja? Ah, das sind die, ja, ich glaube, das ist das selbstgebacken. Das ist das selbstgebacken, ne? Oh, das müssen wir auch testen. Wir müssen eigentlich beides testen wieder. Guck mal, kam gerade frisch aus dem Ofen. Machst du fertig, Mann. Ja, ich habe echt, heute hau ich einen raus, aber. Wenn das der beste Döner ist, ne? Ja. Dann
müssen wir uns heute, sag ich jetzt, küssen. Nach dem Video. Würdest du machen oder würdest du deinen Ruf verlieren als Gangster? Nee, das ist der schlechteste Döner. Und nicht gefroren, Leute, nicht gefroren, frisch da dran geknallt. Genau. Viele will mich die ganze Zeit quasi auch drängen, das mit Soße zu nehmen, aber ich kann nicht mit Soße nehmen. Ich muss ohne nehmen, ich muss komplett ein Geschmackserlebnis, das Fleisch ausschmecken, alles. Ja, aber das überdeckt vielleicht das Fleisch, weißt du? Und den Rest. Nein. Doch, klar, bei diesen Berliner Soßen. Ja? Wir testen erstmal so. Für mich diese, heute mal selbstgemachte. Ja, ja, ich nehme auch erstmal selbstgemachte. Ich will auch mal anfassen. Ich will auch mal anfassen. Darf ich auch anfassen? Das ist noch heiß. Das ist noch heiß, ja. Mit Zwiebeln und Zwiebeln und Tomaten nur. Und wir werden zwei Runden gehen, wir müssen das andere Brot auch noch testen. Weil zum Beispiel Pamphylia, was einmal da war, das Hausbrot ganz heftig und einmal hat es abgeschissen. Das sieht schon sehr stark aus, Bilal. Sehr stark. Wir starten mit Runde 1, Leute. Danach kommt das andere Brot. Und eventuell auch nochmal, wenn ich merke, keine Chance so. Ne? Da braucht irgendwas anderes jetzt. Dann werde ich mit Soßen probieren. Ganz weich das Brot, Mann. Also die Angst, die ich bei manchen Dönern haben muss, dass das Brot die Show stiehlt, dem Rest der Zutaten, dem Fleisch etc., die habe ich hier überhaupt nicht, weil das so soft ist. Das Fleisch überhaupt nicht schwer im Biss, richtig saftig. Sehr saftig, merkt man direkt. Definitiv Lamm mit Bein, aber ganz geschmeidig. Gut. Das ist ein ganz anderes Ding als dieses normale Fladenbrot. Ich finde es aber sehr geil. Da hat dieses Feeling, wo ich eigentlich oft von Burgern von spreche, dieses bisschen matschige. Du merkst richtig den Teig, der Innenhalt, aber man kann es leider nicht mehr richtig sehen, aber der ist hier sehr weich und sehr geschmeidig. Aber gut Fleisch drin, wenn man das so sieht. Das Fleisch ist einfach so saftig an sich. Also wenn man es jetzt vergleicht, nur mit meinem Top 3, Top 4 Döner, ne? Nur erstmal von den Fakten. Fleisch ist ganz anders. Der Grundsatz vom Döner, der Grundgedanke und das Feeling beim Döner unterscheidet sich zu 100%. Weil bei den Dönern, die vorne bei mir im Ranking mitspielen, dieses Feeling ist eher so, sage ich mal, dieses Fisch vom Grill, ganz kross, lebt von der Röstung vom Fleisch, viel weicher. Das hier geht eher in die Richtung, wie gesagt, klein bisschen lammig. Finde das aber gut. Es ist jetzt nicht so das Negative. Ich finde das geil. Nur rein vom Feeling, ganz anderes Ding. Also die Fleischart, die bei diesem Döner gewählt wird, ich weiß nicht, was für ein Teil vom Tier dafür benutzt wird, das ist irgendwie herber. Geht halt geschmacklich einfach in eine ganz andere Richtung. Mhm. Aber einfach guter Döner. Ne? Mhm. Wir snacken ihn kurz auf und drehen wir nochmal eine Runde an das andere Brot. Ich will einfach, weil es mich interessiert, wirklich nochmal mit Soßen. Ja. Damit ich nicht danach sagen kann, scheiße, er hat so empfohlen, ich habe es nicht so genommen. Ich will einfach nochmal den Test. Mach das. Mhm. 10% Lamm. 10% Lamm. 90% kalt. Man hat halt gemerkt, es ist wirklich nur wenig. Ne? Wie gesagt, klein bisschen lammig, aber 20 wäre zu viel gewesen. Ja, definitiv. Ja. Ich bin jetzt noch mal extra gespannt, weil so würde ich mir nie beim Döner, wo es Topfleisch gibt, den Döner bestellen. Bei so geilen Fleisch, da Soßen drauf, alles. Was ich normalerweise gar nicht mache. Aber ich bin immer offen für was Neues. Und wie jetzt die Kombi matcht zwischen heftigem Fleisch und diesen Soßen, ich lasse mich überraschen. Dankeschön. Man sieht langsam auch riesen Ansturm jetzt, ne? Da kommen ordentlich Leute. Probieren wir den Döner erstmal. Geiler mit diesem Brot und diesem Brot. Ja. Also der erste Bisse, muss ich sagen, der selbstgemachte war geil. Aber am Ende des Tages muss man in dem Fall, wie ich finde, einfach schauen, was geiler schmeckt. Dieses knusprige Brot von Ausmann, das hat schon auch ein ganz anderes Feeling, Mann. Mhm. Das ist irgendwie stimmiger. Er hat das Verhältnis von Salat und zu Fleisch auch ganz anders. Ich hatte eben doppelt so viel Fleisch da drin. Damit hat er sich keinen Gefallen getan. Ich weiß, da geiern jetzt ein paar wieder rum, aber es war bei mir war ein ganz klein bisschen zu viel Salz drin. Ja, hier überhaupt nicht. So wie ihn jetzt ist, so habe ich ihn auch kennengelernt. Mhm. Also er ist stärker als er eben. In diesem Fall, das hätte ich nicht für möglich gehalten,
die in die Soße nehmen, überhaupt nicht den Fokus ein. Ja. Die sind eher Mitspieler. Die sind Begleiter. So Begleiter. Hier brauchst du einfach die Soße mit drin. Ja, das habt ihr vorhin gesagt. Mhm. Ich empfehle jeden, der hierher kommt, bestellt euch genau so den Döner. Soße, was ihr mögt. Kräuter, Knoblauch, Schaf, was auch immer. Der macht sowieso dezent drauf, der übertreibt nicht mit Soßen. Aber es gibt diesem Fleisch so eine geile Unterführung. So einen kleinen. Es gehört dazu einfach. Eine schöne Begleitung einfach. Begleitung, ja. Mhm. Und ja, selbstgemachtes Brot natürlich schön und gut, alles schön. Aber ich empfehle euch immer, klassisch zu nehmen. Ich muss sagen, der Döner ist heftig. Werde ich aufschmecken, Leute. Und dann kommen wir zur Bewertung. Zur Bewertung, ne? Also erstmal alle Big Baba abonnieren, geilen Food-Kanal, gerade Berliner Content und inzwischen auch auswärts. Top, Leute, top. Also in Berlin die Nummer 1, würde ich sagen. Außer ich bin mal hier. Also erstmal, du hast mir einen Top-Döner geliefert, ne? Du hast mir einen Top-Döner geliefert. Ich bleibe jetzt erstmal bei der Bewertung von dem Soßendöner. Dieser Döner lebt vom Gesamterlebnis zwischen allen Sachen. Soßen, Brot, knackiges Brot, frischer Salat, alles an Top. Leichte Lammnote, wer es nicht mag, ist so, darf nicht essen gehen. Ich find's geil. Für mich, wenn man es vergleicht mit den Top-Dönern bei mir oben im Ranking, ist eine Sache, die leicht abfällt von den Top-Dönern. Und das ist das Fleisch in der Hinsicht, dass das Geschmackserlebnis vom Fleisch recht monoton ist. Es ist lecker, lebt aber zum einen vom Lamm. Für mich trotzdem das, was in Erinnerung bleiben wird. Und begleitet einen recht monoton durch das ganze Geschehen. Wenn ihr das vergleicht mit einem Tonbul oder bei einem Top-3-Dönern, ist das Geschmacksspektrum etwas weiter. Du merkst zwischendrin das Fleisch ganz intensiv. Die Rösterung, diese Fettigkeit. Dann hast du wiederum diese eingelegten Gewürze. Also du hast ganz viel Erlebnisse beim Fleisch, breites Geschmacksspektrum. Und da ist hier recht monoton, aber immer noch heftig, Bilal, immer noch heftig. Diesen Döner würde ich eine 9 von 10 Punkten geben. 9 von 10 und ich kann das komplett nachvollziehen, dass man diesen nach oben rankt. Gerade wenn man Soßenfan ist. Ein Döner wie diesen mit Fleisch, Topfleisch und kombiniert in Soßen, der so krass ist, ist schon heftig. Also du hast keine Scheiße gelabert, Bilal. Er ist wirklich krass. Er ist wirklich krass. Man kann ja auch immer Pech haben, einen schlechten Tag und so, ne? Kann alles passieren. Ich hatte auch die Befürchtung, vielleicht nicht, dass die einen schlechten Tag haben oder so. Aber mittlerweile, in dieser Uhrzeit, sind die stabil. Gut, ne? Ja, gut. Ja, Leute. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr den Daumen so richtig da reinpressen würdet, alle einmal so richtig da reinknallen, dann würden wir uns freuen, Mann. Dass das viral geht. Und dann, ja, Bilal, sehen wir uns im nächsten Video. Und bestimmt noch was mit Bilal gerne in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt. Jederzeit. Ja, Mann. Und dann bis zum nächsten Mal.